Hallihallo, ich möchte euch im Mastery von Vergrößern und Verkleinern von Figuren etwas richtig Cooles zeigen, das ihr nicht nur für den Matheunterricht gebrauchen könnt, sondern mit dem ihr auch richtig coole Sachen selbst zeichnen könnt. Habt ihr schon mal von der zentrischen Streckung gehört? Es geht wieder darum, eine Figur zu vergrößern oder zu verkleinern, aber die Idee ist, dass wir einen Punkt als Zentrum wählen und je weiter wir dabei vom Zentrum weggehen, desto größer wird die Figur und umgekehrt, je näher wir zum Zentrum hingehen, desto kleiner wird die Figur, so wie hier. Und wir sehen dabei schon, dass wir dadurch wieder ähnliche Figuren erhalten. Und das führt uns wieder zurück zu unserem Thema der Ähnlichkeit. Schauen wir uns das mit der zentrischen Streckung nochmal genauer an. Also, hier siehst du eine Figur, die hat sechs Ecken. Wir könnten natürlich auch jede andere Figur nehmen. Wir haben jetzt mal eine Figur mit sechs Ecken. So, und diese Figur, das ist unser Original. Das Original erkennst du übrigens auch am Logo. Bada! Kleiner Spaß. Und wenn wir das haben, brauchen wir natürlich noch ein Zentrum. Boom! Das Zentrum ist ein Punkt, wir nennen das Zentrum Z und von diesem Zentrum gehen Strahlen aus. Ah, keine Sorge, es sind keine Laserstrahlen, es sind ganz liebe Strahlen. Und jeder Strahl berührt einen Eckpunkt der Figur. Boom. So, was machen wir mit diesen Strahlen? Diese Strahlen brauchen wir, um die Figur zu vergrößern. Schau mal hierher. Hier haben wir die Figur vergrößert und du siehst auch, die vergrößerte Figur berührt jeden Strahl an einem seiner Eckpunkte. Die vergrößerte Figur ist natürlich ähnlich zur Originalfigur und wir nennen die vergrößerte Figur Bild, also weil es ein Bild vom Original ist. So, hier haben wir eine Seitenlänge von der Originalfigur. Und diese Seitenlänge nennen wir Originalstrecke. Und hier die Seitenlänge, die entsprechende vom Bild, nennen wir Bildstrecke. So, warum ist das wichtig? Weil wir können uns die Bildstrecke ausrechnen, indem wir die Originalstrecke mal dem Streckungsfaktor multiplizieren. Sagen wir also zum Beispiel, die Originalstrecke hat eine Länge von 3,5 cm und wir haben einen Streckungsfaktor von 2. Dann können wir uns die Bildstrecke einfach ausrechnen, indem wir 3,5 mal 2 ausrechnen. Ist gleich 7. Also ist unsere Bildstrecke 7 cm lang. Also das Doppelte von der Originalstrecke. So, easy cheesy, soweit so gut. Und jetzt haben wir noch was ganz was Cooles bei der zentrischen Streckung. Und zwar die Originalstrecke und die Bildstrecke sind parallel zueinander. Voll cool, voll wichtig und wir kommen noch dann in einem Beispiel dazu, wie wir das gut nutzen können, um das zu zeichnen. Eine Sache habe ich aber noch, und zwar hier haben wir den Punkt P, das ist ein Eckpunkt vom Original, und hier haben wir Punkt P', ein Eckpunkt vom Bild. Und richtig cool, der Abstand von P zu Z und der Abstand von P' zu Z, für die gilt fast genau dieselbe Regel wie für die Originalstrecke und die Bildstrecke. Wir können nämlich wieder mit dem Streckungsfaktor k uns das eine vom anderen ausrechnen. Also wenn wir pz hernehmen und das mal k multiplizieren, erhalten wir die Strecke p'z. Also den Abstand von p' zum Zentrum z. Cool. Okay. So. Okidoki. So. Jetzt bist du an der Reihe. Zeichne ein Dreieck, so wie hier, und wähle einen Punkt als Zentrum. Zeichne anschließend drei Strahlen, welche vom Zentrum ausgehen und jeweils einen der Eckpunkte treffen, so wie hier. Du kannst das übrigens auf einem Papier machen oder zum Beispiel in einem Programm, wie zum Beispiel GeoGebra. Das kannst du auch online finden. Einfach GeoGebra eintippen. Wenn du das gemacht hast, setzen wir das Video fort und werden gemeinsam eine Aufgabe lösen. Drück jetzt das Video auf Pause und setz das Video weiter fort, wenn du ready bist. Okidoki.
So, also, wir wollen ein zweites Dreieck zeichnen, dessen Seiten jeweils doppelt so lang sind. Das heißt, wir haben einen Streckungsfaktor der Größe 2. Das heißt, wir verlängern die Seiten der Originalfigur mit dem Faktor 2. So, also ich habe schon mal rot markiert den Abstand vom Zentrum zu unserem Eckpunkt E. So fangen wir nämlich an. Wir nehmen diesen Abstand und multiplizieren ihn mal 2, weil das ist unser Streckungsfaktor, und zeichnen die neue doppelte Länge wieder auf demselben Strahl ein. Und da, wo wir aufhören, ist unser neuer Eckpunkt vom Bild. Und den nennen wir E-Strich, ja, weil es der Bildpunkt von unserem Originalpunkt E ist. Dasselbe machen wir jetzt nochmal. Das heißt, wir messen den Abstand vom Zentrum Z zum Eckpunkt F, verdoppeln das Ganze wieder und erhalten, richtig, den Bildpunkt F'. So, was machen wir jetzt? Genau, wir verbinden den Bildpunkt E' mit dem Bildpunkt F' und erhalten so eine Bildstrecke. So, was müssen wir jetzt machen? Genau, wir wiederholen nochmal, was wir am Anfang gemacht haben. Wir messen wieder beim dritten Strahl von Z nach G, verdoppeln das Ganze wieder und erhalten den Punkt G'. Und jetzt müssen wir nur noch verbinden. Von E' nach G' und von F' nach G'. Und tada! Wir haben die Figur erfolgreich proportional vergrößert und haben ein vergrößertes Dreieck bekommen, das ähnlich zu unserer Originalfigur ist. So, und weil wir bei der zentrischen Streckung nicht nur vergrößern können, sondern es auch verkleinern können, machen wir genau das. Wir verkleinern das Dreieck. Und zwar mit dem Streckungsfaktor 0,5. Das heißt, das neue Dreieck wird dann halb so lange Seiten haben wie die des Originaldreiecks. Und ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, dass wir erwähnt haben, dass die Bildstrecke und die Originalstrecke parallel zueinander sind. Und das ist ursuper, weil das heißt, wir dürfen parallel verschieben, um die neuen Seiten zu konstruieren. Und genau das machen wir jetzt. Wenn ihr auf einem Blatt Papier zeichnet, braucht ihr jetzt zwei Geodreiecke oder ein Geodreieck und ein Lineal. Als erstes, was wir machen, ist, wir zeichnen uns den Mittelpunkt von Z und E ein. Das können wir deswegen machen, weil der Streckungsfaktor 0,5 ist. Ist der Streckungsfaktor ein anderer, müssten wir uns ausrechnen, wo genau dann der neue Eckpunkt wäre. So, wenn wir das dann gemacht haben, setzen wir das Geodreieck an die Seite an, die wir parallel verschieben wollen. Ich fange mit der Seite EF an und schieben die Seite bis zu dem Punkt, den wir markiert haben, und setzen uns eine neue Markierung, nämlich dort, wo er den Strahl, den anderen Strahl schneidet. Dort ist unser neuer Punkt, der dem Eckpunkt F entspricht. Und von dort aus können wir die nächste Seite zeichnen. Dazu nehmen wir das Geodreieck wieder her und setzen an die Seite GF an und verschieben die Seite GF parallel bis zu dem neuen Punkt, den wir gerade markiert haben, und setzen uns die dritte Markierung zum dritten Strahl, und von dort ausgehend brauchen wir jetzt nur noch verbinden und voilà, unser verkleinertes proportionales Dreieck ist fertig mit Parallelverschiebung konstruiert. Wunderbar. Also ich muss echt sagen, ich finde die zentrische Streckung echt cool. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel hier. Ich habe zu den drei Dreiecken, die wir schon gemeinsam gezeichnet und konstruiert haben,
noch drei weitere blaue Dreiecke hinzugefügt. Und jetzt sieht es so aus, als ob wir drei Pyramiden hätten, die hin zum Zentrum so eine perspektivische Illusion ergeben. Es sieht so aus, als ob das Dreieck ganz vorne die größte Pyramide ist und je weiter wir zum Zentrum hingehen, die Pyramiden immer kleiner werden. Und das ist so cool. Und ich bin mir sicher, dir fallen auch ein paar coole Ideen ein, was du mit der zentrischen Streckung so machen kannst. Und vielleicht, wenn du etwas Cooles damit machst, kannst du es ja auch hier unter dem YouTube-Video verlinken in den Kommentaren. Das wäre echt cool. Okay. So, das war's auch schon von mir. Ich hoffe, ich konnte dir was Neues beibringen und verabschiede mich. Tschüss. Ups. Warte, das hätte ich ja fast vergessen. Ich wollte dir noch etwas zeigen. Schau mal. Das Zentrum der Streckung muss nicht immer außerhalb einer Figur liegen. So wie hier zum Beispiel. Ein Dreieck in einem Dreieck oder hier ein Sechseck in einem Sechseck. Wurden die etwa auch mit der zentrischen Streckung erzeugt? Kannst du herausfinden, wo das Zentrum liegt? Eine kleine Aufgabe für dich. In 5 Sekunden erscheint dann am Ende des Videos die Lösung. Also wenn du noch nicht die Lösung sehen möchtest und selber drauf kommen möchtest, drück jetzt auf Pause. Und ich verabschiede mich von dir und sage Tschüss.